Jetzt lachst du? Jetzt lacht sie. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Teil Auswandern Ungarn. Wer hätte gedacht, dass es weitergeht? Das ist ja so ein Videotagebuch. Ich dachte, ich schneide jetzt einfach jeden Tag, wenn ich irgendwas mache bezüglich Auswandern Ungarn, filme ich das und am Ende schneide ich das zu einem Video zusammen. So habe ich das gedacht, weil sonst vergesse ich die Hälfte wieder zu erzählen, wenn ich dann irgendwann mich hinsetze und ein Video mache. Ich sitze jetzt gerade hier in meinem Sofabüro. Ist das unser Sofabüro? Ja? Ja? Ich habe Besuch von unserer Praktikantin, die Morli. Und ich versuche hier einen Termin zu vereinbaren online. Das konnte man früher machen in Salaegerszeg. Da ist so ein Büro, wo man halt die Wohnkarte beantragen kann. Weil leider haben wir diese Wohnkarte noch nicht. Wir hatten einmal einen Termin und dann haben uns leider Papiere gefehlt. Ich weiß gar nicht mehr was. Ist auch egal. Wir haben jedenfalls keine Wohnkarte bekommen. Ja. Und jetzt versuche ich halt einen Termin zu bekommen. Aber auf dieser Seite, Internetseite, wo man das damals machen konnte, gibt es darüber gar keine Informationen mehr, dass man da noch einen Termin machen kann. Also habe ich mir jetzt die Anträge ausgedruckt in vierfacher Ausführung. Ich würde vielleicht noch eine fünfte machen. Einfach, falls man sich verschreibt. Die zeige ich euch auch gleich. Das ist auf Englisch und auf Ungarisch, diese Seite. Das kann man eingeben. Ich habe jetzt halt Englisch eingegeben, weil ich es halt kann und nicht Ungarisch kann. Deutsch gibt es nicht. Und genau, dann versuchen wir das. Vielleicht geht es über einen postalischen Weg. Und ich habe jetzt hier mal eingegeben, da kann man eine Frage stellen. Das hat ewig gedauert, bis ich halt mein Land gefunden habe. Aber halt, dass wir einen Termin machen möchten. Man kann da halt so Fragen stellen, ne? Und das habe ich jetzt gemacht und hoffe, dass ich da eine Antwort bekomme. Wenn ich diese bekomme, dann werde ich sie euch mitteilen, wie es weitergeht. Und das ist dann alles per E-Mail. Genau, und den Antrag, den hole ich gleich mal runter vom Drucker. Und dann zeige ich euch den. Ja, dann war noch, was ich sagen wollte. Ich hatte euch im letzten Video gefragt wegen einem Container. Und da habt ihr mir ganz viele Tipps gegeben in die Kommentare, was die kosten. Du wolltest den Mixer anmachen? Ja, jetzt gleich. Ja, okay. Dann mach ruhig, dann rede ich gleich weiter. genau, weil wir alle unsere Möbel mitnehmen. Wenn wir uns da entschieden haben für ein Unternehmen oder so, dann teile ich euch das natürlich mit, damit auch andere Zuschauer davon profitieren können. Okay, das war's erstmal für jetzt. Noch derselbe Tag. Aber ich wollte euch eben sagen, dass ich eine E-Mail geschickt habe zu diesem in Salaegerszeg, zu diesem Büro, wo man halt einen Termin machen kann für die Wohnkarte. Und die haben mir geantwortet mit einem Link, dass man halt per E-Mail keine Termine machen kann für die Wohnkarte. Aber halt auf diesem Link kann man halt weitere Informationen bekommen. Und da konnte ich jetzt, ja, habe ich Informationen bekommen, dass ich das online machen kann. Die Karte beantragen. Das wäre natürlich noch besser. Dann können wir das von hier aus machen. Ja, wir müssen nur dann einen autorisieren, der das in Ungarn für uns annimmt. Das wäre ja kein Problem. Dann hätten wir ja schon jemanden. Aber wir können das online alles hier einreichen, scannen und schicken. Hallo. Man braucht ja die Krankenkassenkarte, soweit ich weiß. Dann braucht man einen Kontostand, also ein paar tausend Euro auf dem Konto, sagen viele. Ja. Ja, schauen wir mal. Was soll ich machen? Auf jeden Fall haben die sehr schnell geantwortet auf meine E-Mail hin. Das ist eigentlich fürs Videotagebuch Auswandern Ungarn. Und zwar, ja, haben wir immer ein bisschen Ungarisch schon gelernt, aber natürlich jetzt nichts Nennenswertes. Ne? Nur wenn man so im Urlaub ist, dann so ein bisschen haben wir natürlich immer gelernt. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir den Kühlschrank als Tafel benutzen und immer beim Mittagessen ein bisschen Ungarisch lernen. Die Zahlen hat der Calvino jetzt schon mal aufgeschrieben. Also im deutschen Alphabet auf Ungarisch. Genau. Ne? Und die kannst du auch schon richtig gut. Also halt, ne, von 1 bis 9 oder 10 kannst du ja auch. Ich, ne, kann, aber ich mache jede Zahl, die es gibt, weil eine 10 ist ja eine 1. Ja. Und was ist eigentlich 0? Das können wir gleich alles herausfinden. Egal, dann mache ich auch Tees.
Ja, Ts, genau, 10. Jetzt sind ein paar Rechtschreibfehler drin, das ist ja nicht schlimm, aber du weißt sie alle auswendig. Das ist super. Das ja, wie soll ich die denn sonst schreiben im deutschen Alphabet, wenn ich mal fragen darf? Ja, wir gucken gleich. Wir gucken gleich, wie man es richtig schreibt. Aber es ist nur so, dass wir das halt immer wieder visualisieren und immer wieder als Familie auch lernen. Dann haben wir gesagt, Elternsprechtag ist auch ganz wichtig. Nein, das können wir gleich woanders hinschreiben. Ungarische Wörter, dass wir jede Woche 2 Wörter uns aussuchen dürfen. Calvino hat sich für diese Woche mit und ich ausgesucht. Ich habe Kartoffel und Baby. Baby? Da kommt kein Y hin. So, Baby. Und Bernd sucht sich gleich auch noch 2 Wörter aus. Und dann können wir hier halt die ungarische Version davon hinschreiben. Und das dann so immer weiter lernen. Genau. Ach, du machst schon weiter bis 15. Das ist super. Guck mal, du kannst die schon alle auswendig. Super. Oh. Genau, das ist halt, ne, dann wiederholt sich das immer. Thiesen, Öt und so. Also, Thiesen, Öt. Thiesen. Ach. Ja. Öt ist ja 5. Egal. Wir üben, wir machen es mit Spaß, dass wir halt wenigstens etwas sprechen, aber wir müssen jetzt hier nicht, ne, die perfekten Ungarischen machen können. Ach, was wir noch machen, ist, wir haben hier auf dem Handy die App für Petöfi Radio und hören halt dann ungarisches Radio, was ich jetzt halt nur ausmachen muss, wenn ich das Video mache, weil wenn ich jetzt ungarisches Radio laufen lasse, dann wird mein Video gesperrt. Der Calvino ist jetzt total motiviert und wo bist du schon? 95. Also ich habe von 1 bis 29 alles und jetzt mache ich von 91 super. Bis 99. Ja, klasse. Und ist es denn, hast du nachgeschaut? Ist es immer so, dass sich das wiederholt? Ja, ne? Muss ja. Muss ja. Also, wie soll es denn sonst sein? Und unsere Lieblingszahl ist? Oder Kilenz. Das war auch die höchste Zahl, die wir als erstes konnten, ne? Die wir so behalten haben und haben uns immer kaputt gelacht, weil Kilenz. Hat sich so lustig angehört in unserem Urlaub, ne? Jetzt sind ein paar Tage vergangen und heute ist Samstag und Bernd hat frei. Und wir haben uns diesen Tag ganz fest vorgenommen, dass wir heute die Wohnkarte online beantragen. Ich hatte ja schon mit denen kommuniziert in Ungarn, dass wir einen Termin vereinbaren möchten in Salaegerszeg für dieses Büro für Ausländeramt heißt es, glaube ich. Und man kann jetzt dank Corona, also es hat auch Vorteile, kann man das online machen. Man kann da alles hochladen und das wollten wir heute machen. Ich hoffe, dass wir alle Sachen, die wir dafür brauchen, hier haben. Ich nehme euch ein bisschen mit, so, was wir da online alles klicken müssen. Ich werde euch den Link unten reinmachen für diese Seite, was ich von dem Büro geschickt bekommen habe. Damit ihr ein bisschen seht, das ist alles auf Englisch. Auf Englisch oder auf Ungarisch. Deutsch war gar nicht. Also ich habe es nicht gefunden auf Deutsch. Das ist gut. Ja, für uns reicht das, aber vielleicht meine Zuschauer alle können vielleicht nicht Englisch. Aber ich nehme euch ein bisschen mit und zeige euch, wie wir das machen. Wie Englisch geht. Nein, aber das wollte ich auch mal erwähnen. Das ist jetzt hier so nicht, dieses Videotagebuch ist nicht, so macht man es auf jeden Fall. Wir machen das auch alles zum ersten Mal. Wir lassen euch daran teilhaben. Ist eher vom Kuchenplatten. Ja. Und also wie soll ich das jetzt erklären? Wir nehmen euch einfach mit. Zeigen, wie wir das machen und gemacht haben. Und irgendwann, wenn wir alles fertig haben, wenn wir dann in Ungarn leben, dann mache ich Videos, wie das wirklich war und wie es gelaufen ist und wie das geht. Aber jetzt lernen wir ja selber noch. Und deswegen, ja, weiß man nie so wirklich, wie die Videos werden. Also, wenn ihr auf den Link klickt unter dem Video, dann werdet ihr das hier bekommen. Und dann gehen wir hier runter. Und dann kommt hier, klick hier. For more details on electronic administration, please click here. Das Klick hier ist halt so blau. Genau. So, halt hier auf diese Seite. Und dann müsstet ihr auf diesen Link hier klicken. Und dann steht halt, dass ihr alle Sachen, die ihr hochladen müsst, dafür
das könnt ihr halt auf dieser Seite dann machen. Also gehen wir hier drauf. Das ist dann halt hier, ne, wascht euch die Hände und so. So. Genau, und dann könnt ihr euch hier registrieren. Und ich mache jetzt hier als private Person, weil ich hier könnt ihr auch, wenn ihr Arbeitgeber seid oder das für andere macht. Aber wir sind ja eine private Person. Genau, und dann könnt ihr euch hier erstmal einen Account machen. Also hier steht, man muss seine E-Mail-Adresse eingeben, dann schicken die ein Passwort. Also hier Natural Person Clients and their authorized legal representatives. Ne, nur private Person. Nur das erste anklicken. Und dann kann man das halt hier, wenn ihr das nicht mit dem Computer machen möchtet, könnt ihr das auch mit in Papierformat machen. Aber für uns ist das ja jetzt super, wenn es mit Computer geht. Dann können wir halt hier klicken, was wir machen möchten. Wo? Was wo? Was muss ich jetzt anklicken hier? Wo bist du denn? Weiter runter, bis irgendwo, da kommt dann irgendwo ganz klein geschrieben, klick hier, mitten im Text so. Klick hier. Ja, und da muss ich draufklicken. Ja. Da ist das hier. Genau, und dann kannst du irgendwo, was steht da, wo du draufdrücken kannst? Ja, hier. Enter Hungary. Ja. Gov.hu. Mhm. Da war ich ja hier auch schon so weit. Ja, Hände waschen, Popo putzen. Genau. Dann gehst du auf Private Person. Ich wollte nur mal zeigen, wegen süß sein. Molly schläft so süß. Okay. Macht so süße Geräusche. Und jetzt? Ja, und jetzt? Your own. Enter your email address and register. Genau, da bin ich jetzt auch. Dann kannst du unten halt drücken hier. Residence Permit for Developing Country National. Da müssen wir jetzt halt gucken, was sind wir? Was ist Developing Country? Sind wir doch nicht. I act as a private individual in my own case. Ja. Ja. Surname? Das kam bei mir nicht. Bei mir kam das. Oder hast du bei Registrierung hier dann gedrückt? Hab ich, ja, genau, das habe ich jetzt auch mal gemacht. Ja, dann habe ich das jetzt auch. Was denn hier? As a private person. Ja. I act as a private individual in my own case. Ja, Surname? Ja, das machen wir mal eben und dann holen wir euch wieder zurück. So, dann haben wir jetzt alles ausgefüllt und ihr müsst daran denken, halt bei der Telefonnummer, wenn ihr eine deutsche Telefonnummer habt, die 0049 davor zu setzen. Und jetzt drücken wir registrieren. Genau, und jetzt kann ich mich hier sign in, das mache ich mal eben. Da habe ich schon die E-Mail, Enter, ja, Passwort. Genau, dann mache ich das mal eben. Du hast noch keine E-Mail bekommen? Okay, ich habe die bekommen und da war ein Link, wo ich draufklicken konnte und jetzt kann ich mir hier ein neues Passwort machen. Das fokussiert gerade nicht, aber ich gebe die mal eben ein, was ich gerne möchte für ein Passwort. Bernd wartet. So, mein Passwort wurde jetzt geändert. Und ich habe auch schon eine E-Mail bekommen, dass es geändert wurde. Also gehe ich mal von aus, dass ich jetzt hier auf Sign In gehen kann und mich mal eben einloggen kann. Was warten? Ja, wenn man so auf sowas warten muss. Ja, verstehe ich jetzt auch nicht, weil bei mir ging es echt sofort. So, und jetzt kann ich hier halt neue Application, also neue Bewerbung. Und dann kann ich mir erstmal raussuchen, was bin ich denn? Also ich bin ja EEA Citizen and the family member of an EEA. Ja, also kann ich jetzt hier for resident permit. Warte mal. Wollen wir mal neu machen nochmal? Ich weiß nicht. Hast du mal ausgemacht dein Telefon oder so? Weiß ich nicht, ob dann nochmal neu lädt. Ich bin noch im Browser drin, ich bin im Telefon drin. Jetzt ist die Frage, Bernd, weil hier ist jetzt, ich kann jetzt hier anklicken, ne? Ja. Was ich bin. Also ich bin ja EEA Citizen und and the family member of an EEA Citizen, bin ich ja auch. Aber ich bin auch, will auch haben, hier Application for Resident Permit, will ich ja auch haben. Aber ich kann ja nur eins anklicken, oder? Was willst du auch haben? Application for Resident Permit, aber brauche ich ja nicht. Ich habe ja eine
Eben. Aufenthaltsgenehmigung, weil brauchen ich ja gar nicht. Deutsch ich bin. Nur jetzt die Lapsiam-Karte da. Okay. Man weiß hinterher. Und jetzt kommt wir nehmen ja nicht die Staatsbürgerschaft an. Also, wenn du länger in Ungarn sein möchtest als 90 Tage und du bist Bürger der EEA, sind wir ja. European, wie heißt das denn? European, was auch immer. Elefanten Association. Ja. Oder ein Familienmitglied von EEA, sind wir ja, alles beides. Dann können wir aussuchen. Ob das überhaupt hier fokussiert? Hier, Permanent Resident Card on EEA Citizen who already has a... Nein, wir haben noch keine Registration. Schon von Deutschland, aber nicht von Ungarn. Ich lese mal eben und hole euch zurück. Wo du das Passwort ändern kannst. So, ich bin jetzt auf das erste gegangen, dass wir halt die Registrierungskarte für permanente Aufenthalt haben möchten. Jetzt muss ich hier alles ausfüllen. Name, von der Mutter den Name und Vorname. Das ist ja auch, wenn man hier kauft in Ungarn. Dann halt, ob ich verheiratet bin. Also alle möglichen Sachen wollen die wissen. Und von, muss ich auch eine deutsche Adresse angeben? Nein. Genau, dann muss ich halt von Ungarn meine Adresse hier eingeben. Alles. Und dann wollen die noch wissen, ob ich halt das Haus oder Wohnung besitze. Und ja, dass man halt Attach Content of Indicated Flats. Da hast du drauf, du hast das Grüne, ne? Genau, New Application. Und dann EA Citizens. Das, und zeig mal. Das erste habe ich jetzt gemacht. Und dann permanent. Zeig mal, ich muss das sehen, sonst. Das erste wieder. Ja, das meine ich. Ja. Owner. Titel: Professor, Doktor, Schnubbel. Schnubbel, Bubbel, Schrömmel. Molly, Moll. I attach the content. Muss ich das einmal hier zu Ende lesen? 7-mal angefangen. Ach so, also entweder muss ich jetzt halt dabei fügen, dass mir das gehört, das Haus oder die Wohnung, also ein Beweis. Oder ich brauche von meinem Vermieter ein Zertifikat, dass ich dort wohne. Also dass ich entitled bin to use the flat, halt, dass ich wohne dort. Genau, und das füllen wir jetzt mal alles aus und dann holen wir euch zurück. Genau, also. Starcase? Auch? Starcase? Oder Ground Floor? Das habe ich alles nicht gemacht, weil wir ja ein Haus nur sind und nicht eine Wohnung jetzt in, sag ich mal, in der sechsten Etage oder so. Surname at birth, muss ich auch an. Ja, ja. Das ist ein bisschen, mussten halt Nachname von der Geburt an oder auch Vorname seit der Geburt und so. Egal, ich drücke jetzt hier auf Speichern. Ich habe hier jetzt geklickt, dass uns das Haus gehört. Wenn ihr eine Wohnung mietet oder ein Haus, müsst ihr das machen. So. Okay, was haben wir jetzt? Nicht completed. File Attachments. Einen Moment. Wir müssen jetzt hier, wo das Rote unten ist, da müssen wir halt... Nee, das ist jetzt Delete Application. Das wollen wir ja gar nicht machen, aber ich muss File Attachments machen. Unsere Ausweisnummer angeben. Ach so, okay. Also Bernd hat es jetzt gefunden. Man muss hier auf File Attachment draufdrücken. Ich bin Bernd. Du bist Bernd. Okay, da müssen wir jetzt wohl Ausweis. Ah, ja, genau. Hier können wir jetzt alles hochladen. Was brauchen wir? Unseren Ausweis oder Personal ID. Also zum Beispiel in England gibt es eine Nummer. In case of a proxy, das sind wir ja nicht. Dann, also wenn jetzt zum Beispiel das ein Anwalt für euch macht, dann braucht er eine Genehmigung, dass er das für euch machen darf. Das ist das, aber das brauchen wir ja nicht. So, und dann, falls wir das eine Bewerbung machen für die Residenzkarte, also die Dauerhaltkarte, was wir halt machen wollen, brauchen wir in meinem Portemonnaie, in der Wickeltasche ist mein Ausweis. Dann brauchen wir halt, also das ist total schwierig, das in Englisch zu lesen und dann auf Deutsch zu übersetzen, dass es Sinn ergibt. Also, sorry Leute. So, also falls wir diese Karte beantragen möchten, die wir haben möchten, brauchen wir eine gültige Adresskarte.
die unsere Adresse zertifiziert. Also macht das unser Personalausweis oder macht das unsere Adresse in Ungarn? Was denn? Jetzt hast du nicht zugehört. Also, falls wir hier, du hast jetzt deinen Ausweis gemacht, das zweite brauchst du nicht. Das dritte, da musst du deine gültige Adresse mit einer Adresskarte zertifizieren. Wo bist du? Zeig mal. Hier, bei In Case of Application for Permanent Residence. Jetzt nichts drücken. Nein, ich habe halt das obere erst gemacht. Ach, dann musst du erstmal alles eingeben. Okay. Dann mache ich das erstmal und dann melde ich mich gleich. Ich habe jetzt hier gedrückt für meine Kopie von meinem Passport, Ausweis. Und dann will der jetzt Name. Was von Passport oder was? Da bin ich gar nicht drin. Ich habe einfach Details of your travel documents or personal ID for EEA Citizen. Gib mal her. So musst du jetzt halt hochladen, dein Passport. Und da ich jetzt keine Datei habe. Sag mal, darf ich mal gucken? Darf ich zurückgehen? Ja, gerne. Ich bin halt auf Upload gegangen. Ja. Und du? Hier. Da drauf. Und dann gibt es hier Personal ID. So, Edit. Bearbeiten heißt das. Und dann kannst du alles eingeben. Dann brauchen wir halt nichts hochladen. Ah, okay. Ja, gut. Dann machen wir es so. Ja. Also, wir mussten jetzt da oben, das habe ich schon weggescrollt, alle Details von den Personalausweisen angeben. Und dann machen wir hier, dass wir halt diese Karte beantragen möchten. Zum ersten Mal und nicht einfach nur verlängern möchten. Und dann möchten wir das gerne per Post bekommen, die Karte. Und jetzt müssen wir hier ausfüllen, wo wir gewohnt haben, bevor wir in Ungarn angekommen sind. Das machen wir jetzt mal. Also, wir haben da jetzt alles ausgefüllt. Das hat ein bisschen länger gedauert alles, weil wir uns nicht so sicher waren. Aber wir haben es jetzt geschafft. Und dann wurden wir zu dieser Seite hier wieder geführt, die nicht fokussiert. Jedenfalls steht hier File Attachments, weil wir müssen ja jetzt unseren Ausweis und so hochladen. Und das machen wir jetzt mal, was wir halt alles hier hochladen müssen. So, ich habe jetzt meinen Ausweis fotografiert. Und dann muss man hier auf Select File gehen, Fotomediathek. So, dann habe ich mir jetzt mein Foto halt rausgesucht und dann muss ich hier auf Upload, dass es hochlädt. Also wir glauben, wir brauchen eine unterschriebene Antrag, also ausgefüllt unterschrieben, dass wir es hochladen müssen. Jetzt haben wir es ausgedruckt. Und füllen die mal aus. Ja, Molly. Molly schläft noch ganz lieb. Sind das immer nur zwei Seiten? Das geht ja. Datasheet. Dann habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Wir brauchen Nervennahrung. Käsekuchen. Voll. Das ist echt voll ätzend. Ich hasse sowas. So Sachen ausfüllen und alles. Ja, Kuchen und Kaffeepause eben. Ja, 4.21, genau. Wir sind hier am Ausfüllen und am Nervennahrung essen. Transaction number of payment if made my... Ja, wir müssen Geld überweisen irgendwie dahin. Ich glaube auf der Seite, da kommt irgendwann ein Link, wo wir halt Geld, diese 1000 Forint oder was das sind, ne? Wo du eigentlich mit Postmarken in Ungarn bezahlen könntest. Das ist halt schwierig. Das Englisch hier hört sich teilweise so an, als ob das, weiß ich nicht, wer übersetzt hat. Ja. Ne? Und also... Hier. Ja. Ich autorisiere. I hereby. Hierbei, ja. Ja, hier. Hiermit autorisiere. The issuance of the... Registration Certificate of the Appointment. Nicht so unterschreiben, ne? Hiermit erkläre ich, dass die Informationen richtig und korrekt sind. Oh, da unten, nicht da oben. Ja, nein, da unten bin ich. Das da oben habe ich auch hingekriegt.
For the Applikant, aber du bist nicht der Applikant. Achso, da muss ich offen lassen. Also, du bist der Applikant, aber du bist nicht... Nicht in Auftrag von. Genau, das ist hierbei, das machen die, das füllen die aus. Okay. Dann gibt es den Stempel, also den wir haben hier, wollen. Was ist das jetzt hier? Signed... Application with Photo. Ja, aber wir haben ja noch kein Foto. Wir müssen auch ein Foto haben. Ich gehe mir auch mal eben mein Foto suchen. Tada! Ich glaube, sie hat ihren Kopf hochgehoben und dann dusch. Ja. Wir haben Fotos. Darf ich deins auch einmal zeigen? Ne. Ein Knastfoto. Glück gehabt, weil jetzt im Lockdown, wo hätte man jetzt schnell mal eben, da hätten wir einen Test für machen müssen. Unterschriebene, achso, das ist dann das wahrscheinlich. Unterschriebene, ja. Bewerbung mit Foto. Genau, Bewerbung, Application, aber das ist ja das, was wir hier haben wollen. Also Leute, nehmt euch einen Tag Zeit mindestens, um das auszufüllen. Fünf Tage. Rente beantragen für Ausfüllung des Dingens. Die Kamera läuft. Also, ich habe gedacht, ich nehme euch auch mit, so richtig realitätsnah. Wir finden nämlich das Ding nicht, dieses Schreiben, dass uns das Haus gehört. Das ist irgendwie gerade weg. Und ja, das muss ich suchen. Ah. Das Kind schläft jetzt auch nicht mehr, natürlich. Ist ja richtig realitätsnah. Denn einfach nur hinlegen, hier so macht man das. Und wir haben alle Papiere super geordnet, kann ja jeder. Ja. Das hattest du gerade draußen hier, ne? Nein, du hast das jetzt im Lockdown, als du hier warst, hast du es mitgenommen. Echt jetzt? Also du hast zu mir gesagt, du nimmst es mit und heftest das mal ordentlich ab, weil ich hatte einfach nur so einen Schnellhefter und alles immer von Ungarn da reingemacht. Die Versicherung vom Haus und so. Guck du nochmal oben, ob du es da findest. Wie ich es jetzt gerade sehe. Jetzt dann Kamera mitnehmen. Und du kannst ja erzählen, wie es dir geht. Ja. Moni! Sag nochmal. Moni, was soll ich? Der Alter hat mich am Hintern noch fast. Was? Der Alter hat mich am Hintern noch fast. Ja. Oh, warte. Man kann dich ja schon so ein bisschen so auf die Seite nehmen. Okay, wir melden uns wieder, wenn wir das Dokument gefunden haben. Ich muss das noch weiter ausfüllen. Ach so. Eben. Das Bild kann ich ja schon mal... Dann mein Passbild kannst du schon mal einpacken, genau. Also Bernd hat die Papiere gefunden. Passbild, ja. Die, die wir brauchen. Alles von Ungarn, die ganze Mappe ist da, Gott sei Dank, eine Sorge weniger. Aber das können wir auch zusammen morgen dann alles durchgehen, was noch fehlt und was wir offen lassen. So haben wir alles gar nicht hier. Sozialversicherungsnummer oder Karte bei ungarische Krankenversicherung. Ja, wir haben halt deutsche Krankenversicherung. Noch, ja, hier müssen wir die EU-Security-Card. Ja, das machen wir dann morgen. Also wir machen jetzt Pause. Sowieso wird Bernd das vom Laden alles einscannen. Das geht zwar auch mit dem Handy, aber das ist voll... umständlich, das dann zu fotografieren und hochzuladen und so. Genau. Damit das jetzt hier nicht den Rahmen sprengt, würde ich jetzt hier das Videotagebuch Auswandern Ungarn beenden und euch das schon mal zeigen. Und dann geht es im nächsten Teil weiter. Dann ist noch im nächsten Teil schon mal so, dass ihr wisst, worum es im nächsten Teil geht, wollen wir schon mal nachfragen bei einer Versicherung, was es kostet, das Auto in Ungarn anzumelden. Also Versicherung zumindest schon mal, dass wir das wissen. Und für Steuern fürs Auto. Genau, nur einfach, dass man einen groben Überblick kriegt, weil wissen wir ja auch nicht, was das kostet. Genau, und ja, wir nehmen euch wieder mit. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.